wunderschönen guten Morgen aus Quebec. Quebec in einem, im Norden von, ja, was ist das? Norden von Montreal hier. Varennes. Da muss ich jetzt mal wieder gucken hier, weil die Originalstrecke darfst du nicht benutzen. Weil du durch den Ort nicht durch darfst. Es gibt wohl irgendwelche bis 1500 Dollar Fein. Jetzt habe ich mir erst halt nochmal angeguckt und habe so ein paar Reviews geguckt auf Google und die haben gesagt, also, das habe ich auch in der Beschreibung, dass man die 98 nutzen soll, also die Abfahrt 98 und dann haben 2-3 geschrieben, sollst du einfach Google Maps fahren und dann bringt ihr das dahin. Weil die haben wohl angeblich die Straßen neu gemacht dort in dem Ort und jetzt will man da den Heavy Traffic rauslassen. Aber Industrie wollen sie auch und arbeiten wollen sie auch. Ja, die Originalstrecke geht eigentlich auf der Abfahrt 95, aber wenn du, die ist ja okay, ich sag mal. Hier so kein LKW-Verbot oder so. Baronie vor 2 Kilometern, dann fahre ich runter. Und dann folge ich mal meinen Google Maps. Bin eine Viertelstunde vor meinem Termin da. Wollen wir mal sehen. Marie Victorien. Die Bude muss gleich kommen hier. Das muss man eigentlich schon sehen. Muss die da rechts sein? Sehen, dass die da so eine Gleisanschlüsse haben. Jo, die gehen da rein. Ja. Das ist die Firma. Oh, da sieht man das Styropor schon. Verpackt. Ja, normalerweise ist die Original, du kommst quasi von links her. Aber darfst du ja nicht benutzen. Soll eine Sicherheitsbude sein, aber sollen wohl freundlich sein. So hab ich das gelesen. Mal hoffen, was da ist, wa? Mal sehen.
Siegerin oder wenn? Sag mal. Ja, ich habe jetzt den Laden. Jetzt muss ich noch eine Tabstation, weil ihr seht hier vorne, das ist hier da drin. Jetzt ist ja normalerweise, können da zwei reinfahren. Aber weil da einer steht und umfasst, haben sie sich gesperrt. So clever, oder? Naja, was soll man da sagen? Mein Ziel ist, entweder bleibe ich heute auf einer Waage stehen oder auf einem Petro. Mein Trab liegt schon oben drauf. Gegurtet habe ich schon, Kantenschoner alle dran. Ich muss im Prinzip nur noch einen Trab rüberschmeißen. Manches ran, hinten am Ende ein Gurt rüberfeuern. That's it. Schmuck hab gesetzt. Beladen, Papierkram habe ich auch alles. Also vorne ist schön. Das ist ein See. Keine schlechte Ladestelle hier. Auch nur ein bisschen. Loaded and on my way. Das ist hier keine schlechte Ladestelle. Ist halt nur ein bisschen. Naja, die haben zwei. An der Tabstation haben die eigentlich. Habe ich ja vorhin gezeigt, haben die eigentlich Platz für zwei. Aber ich weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen, Sicherheitsgründen, Covid-Gründen, werden die zugemacht oder wurde die zugemacht. Naja, ist wohl ist. Ich muss also sehen, dass ich wegkomme, weil hier ist alles nach Reihenfolge, hier ist alles nach da ein Stoppschild, das musste stehen, Position 1 musste stehen, für Papierkram, Position 830 für Tarpen. Naja, ihr wisst schon. So, dann kriegen wir begriff mal die Leitung an der Katze. Links müssen wir rum. Nö, brauchst du noch Platz. So, jetzt muss ich mal kicken, wie mein Tarp überhaupt mir gelungen ist. Siehst ja mal erst, wenn windig ist, aber ich denke mal, das it's very good, I guess. So, jetzt geht's nach Toronto erstmal. Wie gesagt, ein Tarp, ich hätte eigentlich ja noch zwei Tarps dran gemacht. Bin eigentlich ganz ehrlich, also. Ja, ich muss ja hier raus, stimmt ja. Ja. Wir dürfen ja nicht. Trucks not allowed in the town. Alles im allem, wie gesagt, wie jetzt habe ich 2,5 Tonnen geladen. Vom Volumen her ist es natürlich voll ausgeladen. Ne? Der Styropormist. Aber ich habe hinten trotzdem 3 Gurte rüber gemacht. Wesig brauchen wir nicht, aber 1,5 Kilometer. Bleiben wir mal gleich hier. Beschleunigung, Streifen. Highway 8 Kitchener. Da wollen wir nicht hin, aber jetzt wollen wir abfahren. Jetzt wollen wir abfahren. Jetzt müssen wir auch abfahren.
Ja, jedenfalls hat mir da verhauen. Und mit dem Truckstop hätte ich mir total verhauen. Da ist irgend so ein Turban, da haben sie abgebildet, Fotos. 35, der will eigentlich, dass ja keine LKWs da stehen. $35, die haben wir ohne Macke in Toronto. Jetzt gibt es noch ein Husky Travel Center. Aber da habe ich eh eine Abfahrt verpasst. Naja, dann musst du erstmal wieder hier. Ich bin fast um Toronto rumfahren. Ich bin jetzt gerade am Flughafen vorbei, weil der ist genau hier in der Ecke. Und irgendwie muss ich jetzt hier rum um den Airport. 427 muss ich rufen und dann ja, hoffe ich, dass noch Platz ist. Ey. Könnte sein. Was ist der da ruf hier? Ja, da fahre ich mal am besten noch darauf. Weil da hinten weiß ich nie, ob ich darauf komme. Sieht schon wieder sehr voll aus hier. Pfeifen. Da hinten ist noch was. Nein. Wunderschönen guten Morgen. Aus, ja, immer noch raus aus Toronto. Ja, bin auf dem Collectors im Prinzip gerade. Collectors 401. Ja, ich habe in der Nähe vom, oder sagen wir mal ziemlich dicht am Flughafen von Toronto übernachtet am Husky Travel Center. Ist ja eigentlich, ja, Husky habe ich jetzt schon öfter mal gestanden, aber wie gesagt, Toronto ist, war ja im Prinzip schon Mississauga. Und da muss man nicht unbedingt wohnen, da muss man nicht unbedingt stehen, das ist halt nicht so die beste, ja, ihr wisst ja, ich mag ja so andere Truckstops, wo das mehr ruhiger ist. Das war okay, also ich hab, ja, kann nicht meckern, aber ist halt kein schöner Platz. Innen drin war auch immer in Ordnung, der Husky, also die ist gleich so ein Hotel dran da, Number 8. War in Ordnung, aber wie gesagt, draußen der Truckstop-Platz selber ist nicht... Naja, manchmal geht es schneller als man denkt, dann ist man schon wieder raus und ist in den Wäldern. So, bin jetzt gerade Milton durch und habe jetzt nicht mehr allzu weit bis zum Kunden. Hoffe ich, muss ich erstmal noch finden, den Kumpel. Ja, mit dieser Backace kann ich mir nicht nur so erklären, dass ich wahrscheinlich leer in die USA fahre und da Ladung aufnehme. Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Das würde sich auflösen, wenn man mir mal die Dispatch vorher schickt. Und nachdem man die geschickt hat, schreibt man dir dann, du musst irgendwo Platz suchen, wo bei dir was faxen können. Ja. Aber naja. Es ist halt manchmal so, ne? Warum fährst du so langsam hin, Kollege? Kannst natürlich den Berg hochfahren, das ist kein Problem. Da geht's ab. Da irgendwie wird gleich da sein, da schauen wir mal. Kandel Building Products. Wollen wir mal den Tarp runterreißen. Wird
windig genug ist, dann lädt sich Styropor auch alleine ab. Willkommen in Ohio. Da bin ich schon eine Weile in Ohio. Gerade über Cleveland bin ich gefahren und Akron und jetzt Richtung Süden unterwegs. Auf Interstate 77, die verlasse ich aber jetzt gleich, weil es geht auf die US 36. War jetzt so ein bisschen über Land. Fahre jetzt direkt zum Kunden. Ich war gerade noch mal am Truckstop. Und jetzt fahre ich zum Kunden, ich wollte ja noch vor dem Dunkeln ankommen, weil ich war noch nicht da. Aber ich habe gesehen, auf dem Weg hierher, ich war hier unten schon mal irgendwo. Weil in meinem Navi sind ja immer so die Plätze markiert, wo ich schon mal hingeliefert habe oder Ladung geholt habe. Ja, auf jeden Fall war ich auf der 77 schon mal in Ohio und habe hier irgendwo was hingebracht oder irgendwo was abgeholt. So, dann haben wir jetzt hier Exit 65, genau, den müssen wir runter. .3 miles. So, wollen wir den mal nicht mehr. Warte mal, eigentlich so ein, wieder so mein Truckstop, ja, so ein kleiner Local, paar Trucks, nicht viel, kleiner Diner. Ich hätte auch stehen bleiben können, aber Ich will Freitag nicht so allzu spät nach Hause kommen und vor allen Dingen nicht wieder diesen Ostküstenverkehr mitnehmen. Und von daher habe ich mir gesagt, komm, fahr zum Kunden. Der hat gesagt, ich kann da stehen. Und manchmal haben sie ja, sind sie ja ganz gute Kunden. Ich habe mir auch Google Maps mal angeguckt. Die haben da einige Plätze, da wo Trailer stehen. Da werde ich wahrscheinlich stehen und morgen früh um 7 dann reinfahren. US 36. Hier ist es
sah ja irgendwie abenteuerlich aus. Ah, da sehe ich schon die Pipes. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir stehen. Hier stehen schon ein paar Trucks, aber die... Hier stehen ja auch ganz viele. Viel parkig. Hier parkig. Hier bleibe ich stehen. Da vorne ist die Firma. Ist denn heute? Ist heute Donnerstag oder was? Ah ja, heute ist Donnerstag. Morgen ist Freitag, wa? Ja. Wunderschönen guten Morgen aus Hockton. Aus Hockton in Ohio. Ich bin geladen. Es ist 8 Uhr morgens, bin geladen. Sehr nette Firma, sehr nett. Haben mir gleich mein Papierkram gemacht für die Grenze. So wie das sein soll. Ich habe mein Ace quasi schon. Jetzt geht's nach Hause. Jetzt geht's Richtung einmal 1250 Meilen. Das ist schon mal, ich hoffe, morgen am Mittag irgendwann zurück. So, wenn alles gut läuft, wird das schon funktionieren. So, jetzt muss ich mal kicken, wie ich hier rauskomme. Bin ich noch off duty? Ich muss ja eigentlich, ich bin schon am Driving, ne? Ja. Wo geht's denn hier raus? So, ich zeige euch kurz mal meine Ladung. Das sind ein paar Röhrchens, nichts Dramatisches. Nur nichts Dramatisches. 24 Rohre. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob hier alles okay ist. Aber hier saut er ein bisschen. Das ist ein bisschen undicht hier. Naja. Aber saut nichts unten runter, also ist noch nichts kaputt hier. Jo, 24 Rohre, Stahlrohre, ordentlich verzurrt. 6 Gurte, ungefähr 7 Tonnen. Naja, 6. Super gesichert, kann man nicht meckern. Mehr ist nicht auf dem Trailer. Und ja, jetzt geht's heim. Wahrscheinlich kannst du hier woanders auch rausfahren, aber ich finde es auch schön hier rauszufahren. Nur seht ihr gerade wieder ja nicht. Ohio-Häuschens. Ach, gell. Aber jetzt sind wir am Rollen. So, jetzt fahre ich wieder die 77 Nord Richtung Cleveland, die Interstate 77. Das ist natürlich immer ein bisschen, naja,
die ist um Cleveland ein bisschen baustellenlastig, also so ein bisschen was mich so ärgert, aber es ist der beste Weg. Ich will unten nicht über die 78 fahren und dann noch auf den Dings fahren hier. So kann ich die 80, also sag mal schnell, auf der 287 und dann in New York noch fahren. Nee. Muss ich mir noch nicht antun. Ich fahre die 80 rüber und dann auf die 84. Und dann muss ich eh wieder an Boston vorbei. Aber Boston denke ich mir, ich weiß nicht, ob es heute Abend noch wird, aber ich vermute mal eher nicht. Das muss man gucken. Ich mache auf jeden Fall in etwa 4 Stunden eine Pause, meine halbe Stunde dann, und dann gucke ich mal, wo ich hinkomme. Wird wahrscheinlich wieder irgendwo Connecticut oder Don't know. Irgendwie sowas. Aber erstmal genießen wir nochmal den etwas weniger Verkehr hier, obwohl gestern ging es eigentlich hier noch. Ja, muss ich sagen, ich hatte um Cleveland rum wenig Probleme. Bin ja die 271 durchgefahren durch Cleveland, oder sagen wir mal mehr oder weniger so eine leichte Umfahrung, aber da war zwar mal ein bisschen dicker, aber ansonsten ging es eigentlich. It's time for me to go burn on.
Morgan aus Massachusetts. Ich bin schon etwas mehr seit einer Stunde unterwegs. Die Sonne ist schon fast aufgegangen. Richtung Osten bin ich unterwegs. Aber das könnt ihr euch sicherlich schon denken, weil ihr wisst ja immer, wie das aussieht. Ja, soll wieder ein schöner Tag werden heute, Freitag. Es geht Richtung Heimat. Ich weiß noch nicht genau, ob es auf den Hof geht oder ob es nach Nova Scotia geht zum Abladen. Ich vermute, es könnte sein, dass es zum Abladen geht, weil das Wochenende sehr lang ist. Wir haben Montag Thanksgiving in Kanada und da ist Montag auf jeden Fall überall zu und da arbeitet keiner. Jetzt kann es natürlich durchaus sein, dass man sagt, okay, fahr mal hin abladen, weil es eine Baustelle. Aber ich glaube nicht wirklich daran, denn wenn es ein langes Wochenende ist, dann machen die heute irgendwann zeitlich Feierabend. Thanksgiving-Wochenende. Deswegen ist mir auch sehr, sehr wichtig, so schnell wie möglich natürlich durchzukommen. Hier in den USA ist ja ein normaler Freitag. Die haben ja erst einen Monat später oder ein paar Wochen später Thanksgiving. Ich glaube, erst eben mal kurz nach Halloween oder so. Das ist dann in den USA. Und in Kanada, weil natürlich ein bisschen früher kälter ist, hat man das ein bisschen früher. Also quasi die Ernte früher vorbei ist. Ja, ich mache mir gerade hier so ein bisschen auf der Interstate 90 relativ voll. Ich habe natürlich die Rush Hour in Boston vor mir. Das liegt einfach mal, aber das kannst du ja wieder planen. Ich hätte gestern Abend noch eine Stunde länger fahren können. Aber das wäre sehr knapp geworden, um irgendwas zu finden. Und die Rest-Area, die dann noch gekommen wäre, die ist nicht mal halb so groß wie die, wo ich gestern entstanden habe. Also alles richtig gemacht. Hat ja von meiner Ankunftszeit im Prinzip, sagen wir mal, keinen Unterschied. Weil du brauchst deine 19 Stunden bis... Ich habe jetzt erstmal bei uns den Hof eingegeben. Da brauche ich halt meine 19 Stunden. Und die ist egal, ob du gestern Abend noch eine Stunde länger fährst oder hätte ich heute früh eine Stunde später starten können. Also wichtig war mir nur, dass ich mit der Gesamtfahrzeit halt nicht in Probleme komme. Und das habe ich, denke ich mal, auch so hingekriegt. Rein theoretisch könnte ich es schaffen. Bis zur Grenze ohne Pause, aber ich werde sicherheitshalber eine Pause machen, weil ich fahre jetzt keine 9 Stunden durch oder 9,5 Stunden. Ich mache schon noch ein Päuschen, ich weiß auch schon wo, aber jetzt bin ich erstmal auf dem Massachusetts Turnpike und danach geht es jetzt weiter kurz auf die 92. Richtung Boston und dann wieder auf die 495. Willkommen zurück in Kanada. Willkommen zurück. So, ich habe es wieder geschafft, habe mir durch die Berge gerungen und bin jetzt wieder in Kanada. Grenze Bayern schnell, wahrscheinlich Thanksgiving-Wochenende. Da will man dann auch nicht mehr so viel machen, denke ich. Oder so viel rumeiern. Ich fahre direkt auf den Hof und dann mache ich Feierabend, habe 2 Tage frei. Ein bisschen mehr sogar, wenn man so will. Wobei ich dann ja nicht zähle, wenn ich dann Montag früh wieder fertig mache und so weiter und so fort. Aber sind zumindest Freitag, Samstag, Sonntag und Sonntag, Montag zu Hause. Wir haben es jetzt 3:15. Ich werde ungefähr so 4:45 da sein auf dem Hof.
Ja, schön wieder zu Hause zu sein. Nächste Woche ist auch okay, weil wie gesagt, ich fahre nach Vermont, habe also nicht den, erstmal am Anfang der Woche nicht den Abute Meilen. Und das ist immer der Vorteil bei dieser Linie, wenn du die mal fahren musst. Die fahre ich jetzt nicht jede Woche, aber nächste Woche sieht mir ja mal so aus. Also sind im Prinzip deine Meilen eigentlich ganz easy zusammenzukriegen. Du fährst Motor hinladen und dann fährst du, wie gesagt, nach Connecticut am Dienstag und ja, kannst beim Kunden stehen. Nächsten Tag fährst du wieder zurück, stehst du relativ sicher. Wie oft ich genau fahre, das zählt immer dann wenn ich den Trailer aufnehme in St. John. Da sehe ich dann genau, wie viele Papiere da drin sind und dann kann ich es auch schon lesen aus, ob es da eine Runde wird oder ob es da gleich zwei Runden wird, weil zwei Runden, dann ist die Woche dann auch schon wieder fest. Schauen wir mal. Also, dann sag mal, wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Ärgert euch nicht. Bleibt mir gewogen. Vielen Dank natürlich wieder an alle. Und macht es gut. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei meiner nächsten Runde. Also, bis dann.